Vor 25 Millionen Jahren sah der heutige Westerwald bei Harmburg völlig anders aus. Viele aktive Vulkane prägten die Landschaft. Immer wieder bebte die Erde und es kam zu heftigen Eruptionen. In einem tiefen Vulkanschlot sammelte sich langsam Wasser. Das war die Geburtsstunde des Stöffelsees. Es brauchte einige Zeit, bis sich die Erde beruhigte. Pionierpflanzen wie Moose, Flechten und Gräser konnten sich im warmen Klima wieder verbreiten. Die Landschaft veränderte sich. Algen bildeten im Wasser die Nahrungsgrundlage. Große Libellen patrouillierten im Revier. In einem dieser alten, knorrigen Bäume versteckte sich ein kleines, seltsam anmutendes Wesen. Meistens war es in der Dämmerung aktiv. Fast 25 Millionen Jahre später sorgte dieses Tier unter dem Namen Stöffelmaus für eine absolute Besonderheit. Kurz vor der großen Katastrophe, in einer kühlen, klaren Nacht, schliefen viele Tiere. Keiner ahnte, dass sich die ganze Umgebung komplett verändern wird. Dumpfes, tiefes Grollen kündigte das Unheil an. Beißender Rauch, feine Asche und Schwefel waren die Vorboten einer gigantischen Katastrophe. Gewaltige, glühende Lavamassen bahnten sich unaufhaltsam einen Weg ins Tal. Nichts konnte diese unbändige Naturgewalt über Wochen aufhalten. Immer mehr Lavamassen schoben sich übereinander. Den uralten Wald mit allem Leben gab es nicht mehr. Feuer und Rauch bestimmten die Landschaft. Nach dem verheerenden Ausbruch war eine dicke Asche- und Basaltschicht von mindestens 90 Metern Höhe und 140 Hektar entstanden. Nichts war mehr wie zuvor. Die lose Asche und das bröckelige Tuffgestein wurden durch Wind und Wetter in den langen Zeitraum wieder abgetragen. Der harte Basalt blieb erhalten. Langsam bildete sich an der Oberfläche eine neue, dünne Humusschicht. Es wuchsen wieder Pflanzen und das Leben ging weiter. Stöffel nennt man den Berg, der heute im Westerwald zwischen den Ortschaften Nistertal, Enspel und Stockumpüschem liegt. Vor über 100 Jahren begann der Basaltabbau im Steinbruch. Am Anfang brachen die Tagelöhner den harten Basalt mit Spitzhacke, Hammer und Brechstange, Schweiß und Muskelkraft aus der Wand. Das Gestein wurde zerkleinert und für den Transport in Loren geladen. Die Kipper saßen bei Wind und Wetter, Hitze und Kälte in ihren kleinen Kipperbuden und bearbeiteten die Basaltstücke mit geschickten Hammerschlägen. Eine für uns heute unvorstellbar harte, körperliche Arbeit. Diese einzigartige Geschichte ist noch nicht zu Ende.